Okay, guten Morgen. Mein Name ist Michael Anton. Ich bin Pre-Sales Application Engineer bei Stratasys und ich möchte Ihnen heute vorstellen, das Spritzgießen mit der Verwendung von gedruckten Werkzeugen. Ja, hier ist ein vorbereitetes Werkzeug aus unserem digitalen ABS. Die Produktion dieses Werkzeuges kostet ungefähr 7 Stunden auf dem Drucker und vielleicht noch mal eine halbe Stunde an mechanischer Nacharbeit direkt nach dem Drucken. So, wir haben innerhalb von 1 bis 2 Tagen die Möglichkeit, uns ein Werkzeug herzustellen. Im Gegensatz dazu, eine Stahl- oder Aluminiumform kann je nach Komplexität des Werkzeuges und des Materials zwischen 3 Tagen und einer Woche oder deutlich länger dauern. Ja. Ich kann Ihnen das hier ganz kurz demonstrieren. Das ist eine kleine Babyplast-Spritzgießmaschine. Darin ist genau dieselbe Form eingesetzt. Und wir haben die Möglichkeit, hier kleine Werkzeuge zu bauen und kleinere Teile zu spritzen. Der Vorteil ist hier, warum wir das tun. Wir wollen die Lücke schließen für Serien oder für Kleinserienteile aus Originalmaterial. Das heißt, wenn jemand einen Prototypen braucht oder eine Miniserie, wir sprechen von 20 bis 100 Stück, dann sind wir in der Lage, recht schnell innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen maximal ein entsprechende Originalmaterial Prototypen herzustellen. Okay, hier in direkter Nachbarschaft zur Spritzgießmaschine sehen wir eine Objet 260 Connex, die kleinste der Connex-Familie, und die zeigt uns im Prinzip gerade, wie exakt dieses Werkzeug produziert wird. Dieses Werkzeug dauert 7 Stunden für beide Werkzeughälften. Und nachdem das Werkzeug fertig ist, kommt es vom Drucker, die Schützkonstruktion wird entfernt und wir haben noch ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Nacharbeit. So, was wir hier sehen, nach 2 Minuten Zuhaltezeit kann ich das Teil, wir haben einen halbautomatischen Auswerfer, kann ich das Teil aus der Maschine rausnehmen und ich habe einen Prototypen in sehr, sehr feiner Oberflächenqualität und ich brauche nur mit einer kleinen Kneifzange den Anguss abzuschneiden und kann die Räder installieren. Die haben wir vorproduziert, weil wir brauchen doch einige tausend davon. Und fertig ist nach 2 Minuten ein kleiner Rennwagen. Das kann aber auch jedes andere Teil sein, was in der entsprechenden Größe auf die Maschine passt. Natürlich ist auch möglich, größere Maschinen bis 150 Tonnen oder auch größer entsprechend zu verwenden. Da sind wir nur begrenzt durch die Größe der zu bauenden Form.